Darüber möchte ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler und Zeithistoriker Professor Andreas Rödder. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, einen schönen guten Tag. Ist die Strategie, die der CDU-Chef Friedrich Merz jetzt fährt, gegen Grüne zu wettern, denn klug? Luchst man der AfD so Stimmen ab oder beschert man ihnen die nächsten 2%? Ich finde gar nicht, dass Friedrich Merz gegen die Grünen gewettert hat. Friedrich Merz hat etwas zum Ausdruck gebracht, was eigentlich eine demokratische Normalität und ich glaube auch eine überfällige Notwendigkeit gewesen ist, dass die CDU nämlich sich im politischen Parteienspektrum positioniert. Und es gibt innerhalb der CDU grundsätzlich zwei unterschiedliche Vorstellungen. Die eine ist, die CDU passt sich mehr oder weniger an die Grünen an, in der Hoffnung, in den Gewässern der Grünen Wähler der Grünen abzufischen. Oder die Union präsentiert sich als eine eigenständige, von den Grünen unterscheidbare Partei, die versucht, die demokratische rechte Mitte des politischen Spektrums zu integrieren und die auch versucht, diejenigen Wähler von der AfD zurückzugewinnen, die noch wieder gewinnbar sind und damit eine Aufgabe der Integration innerhalb der Demokratie wahrzunehmen. Friedrich Merz hat sich mit den jüngsten Äußerungen für das Zweite entschieden. Und ich sage hinzu, ich glaube auch, dass das tatsächlich die demokratische Verantwortung der CDU ist. Aber wie genau soll denn dieser Spagat gelingen? Wir haben gerade auch Hendrik Wüst hier gesehen, auf Länderebene koaliert man ja in vielen Fällen mit den Grünen. Ja, koalieren heißt ja nicht sich anpassen. Man kann ja mit jemandem koalieren und trotzdem unterschiedliche Positionen beziehen. Man kann auch Kompromisse schließen, aber erstmal sollte man eine Position haben, dann kann man immer noch den Kompromiss schließen. Von vornherein aber die Position schon an dem Kompromiss auszurichten, der hinterher dabei rauskommen soll, kann für eine Partei kein erfolgversprechendes Rezept sein. Wenn die CDU ihre Aufgabe in der Selbstanpassung an die Grünen sähe, würde sie sich am Ende des Tages politisch überflüssig machen. Die CDU muss Positionen, muss Themen, die die Wähler der AfD umtreiben, aufgreifen, eigene Antworten darauf finden, ohne der AfD nach dem Mund zu reden. Nur so macht sie ein eigenständiges, unterscheidbares politisches Angebot und nur so kann sie dieser demokratischen Funktion gerecht werden. Aber finden Sie denn, dass die CDU das im Moment macht? Also man hat es beim kleinen Parteitag, beim Parteikonvent gesehen, da geht es hauptsächlich um Selbstbeschäftigung, also um Themen innerhalb der Partei. Da wurde wenig über richtige Inhalte, geschweige denn Inhalte, Themen, die die AfD bedient, gesprochen. Deswegen habe ich ja gesagt, was Friedrich Merz gesagt hat, ist eine überfällige Notwendigkeit. Jetzt würde ich zunächst einmal sagen, es ist nicht falsch, dass eine Partei sich auch mit Inhalten und damit auch inhaltlich mit sich selbst beschäftigt. Die CDU ist im Prozess, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Das ist soweit auch in Ordnung. Aber es muss natürlich damit verbunden sein, dass sie erkennbar macht, dass sie um politische Inhalte ringt, die sie den Wählern als Angebot, als politisches Angebot einer modernen Christdemokratie vorlegt. So, und das ist die Notwendigkeit. Und tatsächlich ist es so, dass die CDU in letzter Zeit nicht so wahrgenommen worden ist, als wenn sie diesen Kurs konsequent einschlagen würde. Da hat sie eine Glaubwürdigkeitslücke. Und insofern, noch einmal, war Friedrich Merzens Ankündigung, glaube ich, eine überfällige Richtungsvorgabe, der die CDU jetzt konsequent folgen sollte, wenn sie ihrer demokratischen Aufgabe nachkommen will. Lassen Sie uns insgesamt auf den Höhenflug der AfD blicken. Glauben Sie denn, da wird es jetzt noch weiter nach oben gehen in den Umfragen? Da kommen noch Prozentpunkte dazu. Oder ist dieser Aufschwung jetzt erstmal gestoppt? Wissen Sie, ich bin Historiker und als Historiker weiß man eines, dass man sich zurückhalten sollte mit Prognosen. Was hat man gemeint, die AfD sei am Ende und würde jetzt wieder zurückgehen? Umgekehrt hat man befürchtet, es würden immer mehr Stimmenanteile werden. Das kann legitimerweise von uns im Moment niemand voraussehen. Was wir feststellen können, ist natürlich, dass durch diese Wahl in Sonneberg so etwas wie Normalität eintritt. Sie merken auch, ich bin gerade gestern Abend zu einer Veranstaltung in Weimar gewesen,
zu einer Vortragsveranstaltung und habe gesagt, können wir es nicht so machen, dass wir miteinander reden, statt dass Sie mir Fragen stellen und wir miteinander ins Gespräch kommen? Und in diesem Gespräch ist mir sehr deutlich geworden, was in diesen Gesprächen in Ostdeutschland sehr deutlich zum Ausdruck kommt, ist, die Menschen wollen respektiert werden, sie wollen nicht abschätzig behandelt werden und sie wollen sich nicht bevormundet fühlen. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, ist auch in der Kommunikation, gerade in Ostdeutschland, schon noch einmal eine Menge zu bewegen. Aber es wird allerhöchste Zeit, weil nach allem, was ich höre, die Milieus, die mittlerweile AfD wählen, sich mehr und mehr verfestigen. Und wenn Sie diese Menschen, die aus Protest wählen, für die demokratische Mitte zurückgewinnen wollen und diese Verfestigungsprozesse, die wir ja über Jahre hin beobachten konnten und auch zugelassen haben, wenn man die für die Zukunft vermeiden will, und das heißt, das vermeiden will, was Sie gerade als Möglichkeit ansprechen, dann ist es höchste Zeit, auf die Menschen zuzugehen und diejenigen, die man zurückgewinnen kann, auch aktiv zurückzugewinnen. Andreas Rödder, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.